Hi, mein Name ist Steven83. Ich schaue mir jede Woche tolle Spiele hier auf meinem Kanal an und ja, jetzt sprechen wir über ein Spiel, was demnächst rauskommt, und zwar Dreamscaper. Dreamscaper ist ein Roguelite RPG Hack and Slay Titel. Man könnte es vermutlich vergleichen mit einer, ich sag mal, weniger Survival-orientierten Version von Hand of Fate. Vielleicht in Richtung Dead Cells, nur halt in 3D statt 2D. Und naja, ihr seht ja das Gameplay im Hintergrund. Im Prinzip geht es darum, wir sind müde, ne, wir kennen das alle. Wir haben einen anstrengenden Tag hinter uns gehabt. Wir gehen pennen und träumen den übelsten Shit. So. Unsere Hauptcharakterin ist aber großer Dungeons & Dragons Fan, ne? Beziehungsweise Dungeons & Immortals, wie es hier in dem Spiel heißt, denn dahin führt uns das Tutorial Level. Das Tutorial Level erklärt uns so kurz, okay, wir haben Waffen, mit denen können wir angreifen, wir haben Melee Attacks, wir haben eine Fast und eine Heavy Melee Attack, wir haben eine Ranged Attack, mit der wir angreifen können, wir haben ein Schild. All die klassischen Elemente sind allerdings sind also vorhanden und wir können tummeln, wir können blocken. Das heißt, so ein bisschen in Richtung Souls-like vielleicht auch. Und wir können jetzt diese Gebiete erkunden. Und für diese Erkundung, beziehungsweise das Klatschen von Gegnern, bekommen wir Sand. Sozusagen der Schlafsand. Man kennt die. Und für diesen Sand, das habe ich noch nicht ganz raus, aber man kann in einem Ingame-Shop hingehen und Items kaufen für diesen Sand, logischerweise. Man kann ihn aber auch, glaube ich, mit aus dem Traum rausnehmen und ist dann am nächsten Tag ausgeschlafener. Das möchte ich jetzt aber noch nicht hundertprozentig, wie gesagt, ich habe das gerade erst angezockt, spiele ja gerade in den Prolog, aber die Entwickler haben mir zugesagt, dass wir da vielleicht auch ein bisschen näher reinschauen können und dass wir das vielleicht auch mal in einem Stream machen können. Gut, davon abgesehen ist dieses Spiel unglaublich schön designt. Ja, das heißt, wir haben eine sehr, sehr schöne Grafik, wie ich finde, ultra geil gemacht und das Sounddesign ist on top. Ja, das ist, ich möchte nicht sagen, vergleichbar vom Sounddesign wie Doom, also Doom Eternal, aber es ist doch schon vergleichbar mit Doom Eternal. Und damn, es ist einfach gut. Like, seriously, es ist einfach gut. Das Ding ist, ich hab davon erst vor 2-3 Tagen erfahren, von dieser Möglichkeit, das Spiel mir mal anzuschauen. Hab dann gestern mal reingeschaut, hab heute reingeschaut, hab es aufgenommen und gedacht, Doom Eternal muss eine Woche verlegt werden. Denn diese Boys und Girls hier, die daran gearbeitet haben, die verdienen das hundertprozentig. Und das 5-Minuten-Mittwoch-Format ist ja ein Format, wo man auch Indies unterstützen sollte. Deswegen, Doom, stell dich hinten an. Dieses Spiel ist geil. So. Gut, dass wir drüber geredet haben. Und jetzt werde ich noch ein bisschen weiter zocken. Und ihr werdet mir eure Fragen jetzt hoffentlich in die Kommentare hacken. Und ja, wie gesagt, folgt dem Link unten. Dann kommt ihr auf jeden Fall zu der Wishlist-Seite. Gönnt es euch. Es ist unglaublich nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der Streams im nächsten 5-Minuten-Mittwoch. Dann hoffentlich mit Doom und ja, bis dahin, macht's gut, haut rein! Thank you.